Hallo und ganz herzlich willkommen zur Live-Tour hier auf der Interlift 2022. Mein Name ist Denise Wenzel und ich freue mich, Sie hier mitzunehmen. Für diejenigen, die die Interlift nicht besuchen können oder sich das Ganze auch nochmal in Ruhe anschauen wollen, wir zeigen Ihnen, was es hier zu erleben gibt. Jetzt sind wir in Halle 1 und ich freue mich jetzt hier, natürlich, es ist nicht übersehbar, Schäfer zu treffen. Und Schäfer, die Experten für Aufzüge, Komponenten und auch Teile, die möchte ich jetzt gerne näher kennenlernen. Und ich freue mich, Zeit genommen hat sich Frank Saalmüller, er macht den Vertrieb groß und Sonderprojekte, ist auch Großkundenbetreuer und jetzt nimmt er sich Zeit für mich. Ganz hallo. Herzlich willkommen. Hallo, guten Frank Tag, Saal. Hallo, hi. So, ich habe gerade gesagt, der Stand ist groß und nicht zu übersehen. Ja. Schäfer kennt man in der Branche, trotzdem für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, ein paar Worte hier zu Schäfer auf der Interlift. Gerne. Ja, Firma Schäfer, Zulieferer zur Aufzugsindustrie. Sie hatten es gesagt, Lieferant von Bedien- und Anzeigeelemente. Das heißt, alles, was Sie sehen, hören und drücken können, kommt normalerweise für uns. Ja, die Kunden weltweit verteilt. Darum dürfen wir auch hier aus ganz Europa, klar, auf der Interlift die Gäste begrüßen. Der Stand, ja, Sie sehen, wir sind noch mal ein bisschen größer geworden. Deswegen, klar, viele Gäste, viel zu zeigen. Darum auch hier können wir nachher uns mal anschauen am Stand, was es alles gibt. Genau, von dem her hier in Halle 1, Stand 1020, herzlich willkommen auch von unserer Seite. Dankeschön für die Begrüßung. So, ich sehe, große Stelen sind jetzt mal in den Vordergrund gerückt mit Basic, Individual und Unique Produkten. Was hat es damit auf sich und was möchten Sie da auch genau erklären? Ja, es ist ja so, Schäfer hat ja und macht ja wirklich alles. Also alles im Grunde, ja, fangen wir hier bei Basic an. Basic, also wie der Name schon sagt, ist im Grunde die einfache Variante, günstig, kostengetrieben, ja, einfach in der Herstellung beispielsweise einfache Material. Einfach, wie gesagt, wie der Name sagt, günstig, basic, normal, Standardanwendung. Dann individuelle Linie? Ganz genau, individuell, auch wieder, wie der Name sagt, schon etwas, ja, Besonderes, Einzelanfertigung, Sonderanfertigung, kommt natürlich auch hauptsächlich vor, muss man auch dazu sagen. Okay, eben, genau, gehen wir mal rüber. Ist ja im Grunde die Stärke von Schäfer, also nicht so sehr der Massenmarkt, sondern tatsächlich eher die Einzelanfertigungsindividuelle. Mhm. Genau. Dann als nächstes natürlich Unique. Mhm. Da sind wir tatsächlich dann, wo auch unsere Hauptstärke liegt, im Unique. Einzelanfertigungen, Sonderanfertigungen, spezielle Anfertigungen, die es so quasi gar nicht gibt. Mhm. Auch nicht im Katalog, auch nicht von der Stange. Warum wir ja eigentlich auch schon bei den Ständen sind, wo eigentlich nicht viel ist. Eigentlich genau aus dem Grund, wir hätten so viel, es gibt so viel bei uns, so viele verschiedene Varianten, so viele verschiedene Versionen. Wir haben kleine, mittlere, große Taster. Die Taster gibt es in poliert, also sprich verschiedenste Materialien. Da wird es ganz einfach den Rahmen sprengen, wenn man sagt, rein hypothetisch, wir wollen hier alles zeigen, es wird gar nicht gehen. Also trotzdem geht es ja auf so einer Messe auch immer ein bisschen darum, was hat sich getan, was hat man mitgebracht. Sie haben sich bewusst entschieden, hier auch richtig, die Displays zu transportieren, sehe ich hier, die Monitore. Nehmen genau. Sie uns da mal ein bisschen mit, was hier dabei ist und was da neu dran ist. Das können wir machen. Also hier beispielsweise unser Aurora-Tableau. Aurora, insofern, Sie sehen, ein beleuchtetes Tableau, hat zum Beispiel den Leuchtrand mit dabei, den kann man auch jetzt auch in verschiedenen Farben ausführen. Auch das Tableau, ich kann es dick, ich kann es auch recht filigran mit 10 mm Aufbauhöhe nur machen. Das gibt es inzwischen. Dann natürlich ganz groß im Kommen, Sie sehen es auch hier seitlich schon, an den Buttons Touchscreen, also auch im Aufzug hat der Touch oder das Touch-Display inzwischen Einzug gefunden. Wenn Sie schauen, wir haben nicht mehr die konventionellen Knöpfe, wie Sie es kennen, sondern eigentlich alles auf dem Touchscreen, auf dem Bildschirm. Hat natürlich den großen Vorteil, wir können es farblich von der Form, von der Ausführung machen, wie wir es wollen. Auch oben schauen Sie, normalerweise recht aufwendig herzustellen, haben wir eine Zeigeranzeige, die dann auch mitläuft. Ja, jetzt sieht man es sehr schön. Also sprich, der Kunde hat eigentlich ein interaktives Tableau schon. Es ist, er kann es verändern von der Farbe, von der Form. Man kann einen Tagmodus, man kann einen Nachtmodus machen. Also auch das, ja, im Aufzug doch schon recht, ja, zukunftsweisend, wie man das. Gibt es noch einen hinteren Bereich hier vom Stand, wenn man das so sagen kann? Und Ihr Stand ist wirklich hier eine kleine Insel hier in der Halle 1 von allen Seiten begehbar. Genau.
Dann haben wir hier natürlich zwei, ja, zwei Dinge eigentlich in einem. Corona sei es geschuldet, auch hier im Aufzug oder eigentlich genau, weil wir im Aufzug sind. Zwei Dinge. Zum einen, Sie sehen es, wir haben hier einen sogenannten Touchless-Button. Das heißt, wie es ja jeder wahrscheinlich von Ihnen auch kennt im Aufzug, man hat ja doch dieses Gefühl, okay, hunderte von Leuten haben schon den Taster gedrückt. Da überlegt man sich dann schon, also das Bauchgefühl wird etwas komisch. Drum haben wir uns jetzt auch, wie gesagt, Corona sei es gedankt, einen Touchless-Button. Das heißt, er muss nicht mehr gedrückt werden als solches, sondern die kurze Berührung davor reicht schon aus, dass quasi der Ruf abgegeben wird. Wenn ich nach oben blicke, Air Purifier, das heißt auch über Gedanken über die Luft genau, im Aufzug. Richtig. Wir wissen alle, wie es ist, die Aufzugskabine, klein, kompakt. Wenn 5 Leute drin sind, auch wieder ein komisches Bauchgefühl. Man ist einem eigentlich näher, als man sein will, vor allem wenn es 5 fremde Leute sind. Und klar, in Zeiten von Corona natürlich ganz großes Thema. Darum haben wir es hier auch eingebaut. Die UVC-Filteranlage, das heißt in der Aufzugsanlage, wenn Sie es mal anschauen, die Luft, die saubere Luft, sage ich mal, wird unten ausgeblasen, wenn Sie so möchten. Oben wird die schlechte Luft angesaugt, wird quasi hier in den Rohren nach unten geleitet, wird dann gereinigt durch UVC-Luftfilter und wird quasi unten wieder ausgeblasen. Hat den ganz, ganz großen Vorteil, schauen wir mal auf die andere Seite, kommen Sie mal mit. Es gibt diese Geräte natürlich auch zum Nachrüsten. Also auch die haben wir im Programm, kann man machen. Aber natürlich der große Vorteil von dieser Einbauvariante, sie ist weg, sie ist versteckt, sie stört nicht und hat insofern natürlich eben den Charme, dass man es quasi unauffällig in der Kabine einbauen kann. Genau. Kann man es auch noch nachhinein anbringen? Genau, es gibt die UV-Variante, also UV-Luftdesinfektion. Hier unten haben wir die Plasma-Technologie, also die zwei effizientesten, effektivsten Systeme. Und drum, wie Sie sehen, wir haben es im Programm für Neuanlagen drüben, aber auch hier zum Nachrüsten haben wir also auch alles mit dabei. Gibt es noch was, was Sie uns zeigen möchten oder waren das schon auch viele der Highlights am Stand? Ups, pardon. Ich komme jetzt mal auf die Seite. Okay, sehr schön. Dann können Sie es mal besser hier auch zeigen. Hier haben wir natürlich auch wieder zwei Punkte. Das eine, was ich angesprochen hatte, Sie sehen es ja, Sondermaterialien. Eigentlich genau unsere Stärke, was wir haben. Sie sehen, wir haben die Frontplatte in Sondermaterial. Die Tastplatte können wir auch in entsprechendem Sondermaterial machen. Also was ich eingangs gesagt habe, warum wir gar nicht alles zeigen können, weil die Produktpalette wirklich derart groß und umfangreich ist. Aber doch, um einfach zu zeigen, was man machen kann. Und natürlich auf der anderen Seite unseren sogenannten Liftboy. Auch wieder, ja, mitunter aus Corona heraus, aber auch was das Gebäudemanagement betrifft, wo ja der Aufzug doch auch immer mehr mit integriert wird. Aufzugsbedienung per Handy. Das heißt, Sie müssen im Grunde gar keinen Taster mehr drücken. Ich sag's mal so, Sie haben das Handy in der Tasche. Können entweder manuell den Aufzug rufen, also wirklich manuell am Handy, oder Sie haben einen sogenannten Automatikmodus, dass Sie sagen können, an meinem Aufzug zu Hause, als Beispiel, möchte ich automatisch in die Etage 2 fahren. Das heißt, Sie kommen nach Hause, Sie werden, wie wir sagen, detektiert, also die Aufzugsanlage nimmt wahr, dass Sie da sind. Der Außenruf wird ausgelöst, Sie gehen in die Kabine rein und werden automatisch in die Etage 4 gefahren. Okay, das hört schon sehr nach Smart Home an. Das ist schon ganz stark ein Smart Home, vor allem tatsächlich, ja. Es geht auch in die Richtung, weil tatsächlich viele Betreiber, viele Bauherren tatsächlich sagen, nicht mehr nur den Lift, natürlich auch das komplette Gebäude. Mein Smart Home, Sie haben es richtig gesagt, ist ja eh schon gang und gäbe, aber tatsächlich diese Vernetzung.
findet immer mehr statt. Und eben, wie ich es gesagt habe, da gehört auch der Aufzug mit dazu. Das heißt, ich habe ein Handy, eine App teilweise. Und mit dieser App möchte ich morgens den Rollladen steuern. Dann möchte ich am liebsten das Licht ein- und ausschalten. Als nächstes die Temperatur regeln. Wenn ich zur Arbeit gehe, den Aufzug holen in die Tiefgarage. Und idealerweise mit der gleichen App und mit dem Handy am liebsten noch das Garagentor auch noch öffnen und schließen. Also das sind Dinge, die kommen. Die kommen sicher. Wie gesagt, Smart Home, der ideale Punkt, nur mit dem Unterschied eben, in der Vergangenheit war der Aufzug sicherlich irgendwo für sich allein, hatte auch im wahrsten Sinne des Wortes seine eigenen vier Wände, wie wir sagen, aber die Zukunft, die schon vor der Tür steht, ja, bindet den Aufzug einfach mit ein ins Gebäude, in die Bedienung, eben in Smart Home. Ganz vielen herzlichen Dank, Herr Saalmüller, für Dankeschön. Ihre Zeit, dass Sie uns mitgenommen haben auf den Messestand der Interlift 2022. Das war für Sie Schäfer und ja, wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht hier auf der Interlift Match Live Tour.